herzlich willkommen zum European Circle Report. Vergangene Woche tagte in Brüssel der Rat für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Union, ECOFIN. Die Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten legten dabei die Rahmenbedingungen für die neue Finanzmarktaufsicht fest. Ab Januar 2011 werden 4 neue Aufsichtsbehörden über den europäischen Finanzmarkt wachen. Eine davon ist der Europäische Ausschuss für Systemrisiken mit Sitz in Frankfurt. Er wird das Finanzsystem beaufsichtigen und potenzielle Gefahren ausfindig machen. Falls notwendig, wird er Warnungen und Tätigkeitsempfehlungen aussprechen sowie deren Umsetzung beobachten. Für die ersten 5 Jahre führt der Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, den Vorsitz. Darüber hinaus wird es 3 weitere europäische Aufsichtsbehörden geben, jeweils eine für Banken, eine für Versicherungen und eine für Börsen und Wertpapiere. Diese sollen sicherstellen, dass harmonisierte Regelungen und Aufsichtskriterien in den verschiedenen Mitgliedstaaten angewandt werden. Außerdem werden sie unter anderem vermeintliche Verletzungen von EU-Gesetzen untersuchen. This is indeed a crucial set of measures. Dies ist ein entscheidendes Maßnahmenpaket, mit dem die Europäische Union effektive, vorbeugende Budgetüberwachung einführt und effektive Mittel bekommt, makroökonomische Ungleichgewichte und Abweichungen in der Wettbewerbsfähigkeit festzustellen. Denn das war der Ursprung der momentanen Krise und ist der Grund, warum die Krise viele Länder in Europa so hart getroffen hat. Unklarheiten bestehen aber noch über die Finanzierung der Aufsichtsbehörden. Vergangene Woche waren die Verhandlungen über das EU-Budget für 2011 zwischen dem EU-Parlament und dem Ministerrat gescheitert. Wird vor Jahresende keine Einigung erzielt, so könnten Finanzierungsprobleme entstehen. Auch der belgische Finanzminister Didier Reynders war an den Verhandlungen beteiligt. Die beste Lösung, um Probleme und Zweifel zu vermeiden, ist, ein Budget zu haben. Also werden wir einen neuen Budgetvorschlag der EU-Kommission erwarten und versuchen, eine Einigung zu finden. Am 16. Dezember wird beim nächsten ECOFIN-Gipfel die Frage der Finanzierung weiter besprochen. Ein weiteres Thema am Gipfel war die Bankenkrise in Irland. Sie könnte zu einem Staatsbankrott des Landes führen, da die Bonität des irischen Staates vom Wohl der irischen Banken abhängt. Das liegt daran, dass die irische Regierung zu Beginn der Finanzkrise 2008 garantiert hatte, sämtliche Verpflichtungen der Banken des Landes zu übernehmen. Bisher hat der irische Staat den Banken schon etwa 45 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Irlands Schuldenstand beträgt 106% seines Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich, Deutschland steht derzeit bei ca. 73% und gilt als zu hoch verschuldet. Zwar sind die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds bereit, Irland in der Notsituation zu helfen und einen Kredit bereitzustellen. Der irische Ministerpräsident Brian Cohen hat jedoch bisher noch nicht um Hilfe aus Brüssel gebeten. Die Regierung in Dublin befürchtet nämlich, dass die EU und der IWF zu hohe Sparauflagen an einen Kredit binden könnten. Ici, nous nous trouvons devant une inquiétude à l'égard de la situation dans un pays, mais qui ne fait pas de demande. Il n'y a pas pour l'instant de demande. Wir sorgen uns um ein Land, aber im Moment gibt es keine Anfrage von Irland. Doch wir sind bereit, denn die Mittel existieren. Wir haben den Fonds im Budget und dann gibt es auch noch den IWF. Er würde nochmals 50% zu den Zuschüssen der EU hinzufügen. Und weiter geht's mit unserem nächsten Thema. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy empfing vergangene Woche den Präsident Georgiens Michail Saakaschwili. Georgien ist eines der 6 Länder, mit denen die EU im Rahmen der östlichen Partnerschaft engere Beziehungen pflegen möchte. Die Länder sollen bei politischen und wirtschaftlichen Reformen unterstützt werden. Außerdem werden zollfreier Handel und visafreies Reisen angestrebt. Langfristig plant Georgien sogar, EU-Mitglied zu werden. Konflikte gibt es in Georgien um die Region Abchasien und Südossetien. Diese befinden sich auf georgischem Gebiet, sind jedoch unabhängig und stehen nicht unter Kontrolle der georgischen Regierung. Nur von 4 anderen Ländern, darunter Russland, werden Abchasien und Südossetien als souveräne Staaten anerkannt. Die Spannungen führten 2008 zum Georgienkrieg zwischen Georgien auf der einen sowie Abchasien und Südossetien und Russland auf der anderen Seite. Die Europäische Union unterstützt weiterhin die Sicherheit, Stabilität, Souveränität und territoriale Integrität Georgiens. Wir erwarten diese Haltung auch von der gesamten internationalen Gemeinschaft. Ich habe dem Präsidenten bestätigt, dass die Union sich weiterhin für eine Konfliktlösung einsetzen wird. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.